ausschließlich im Training und auch hier vorhin im Einlaufen auf den dreifachen Axel konzentriert. Zunächst mal der Lutz. Einfach. So, jetzt bin ich gespannt auf den dreifachen Axel. Meine Voraussage, sie geht es gar nicht mehr an. Sie ist fix und fertig mit den Nerven. Das Gespräch mit der Schiedsrichterin Britta Lindgren, Vertreterin der Internationalen Eislaufunion aus Schweden. Offensichtlich sei irgendetwas nicht in Ordnung mit dem Schuh, da sehen wir es ganz genau. Die Schnürung, das Leder oben, ist gerissen. Das Trainergespann. Diane Rawlinson. So, jetzt müssen wir erstmal abwarten, was dort unten passiert. Also, die Information, die uns gerade hier erreicht von der Regie, ist, dass ihre Schnürsenkel gerissen sind während der Einlaufphase. Da kommt nur wirklich alles zusammen bei dem armen Mädchen. Und das Erstaunliche ist, dass sie schon beim Skate America, einem internationalen Eiskunstlaufwettbewerb in den Vereinigten Staaten, einen Wettbewerb abbrechen musste, weil sie Probleme mit den Schuhen hatte. Und jetzt wird da eifrig an der Schnürung gearbeitet. Sie sehen, wie viel Schaumgummi sie sich reintun muss in den harten Schuh, der immer auf den Knöchel drückt. Sie hatte ja auch Probleme mit einer Knöchelverletzung, als sie umgeknickt war im Training. Und wenn einmal so eine Schürfwunde vorhanden ist, wenn sie sich entzündet, dann ist das eine ganz empfindliche Angelegenheit, wie sich wohl jeder vorstellen kann, der schon einmal eine Blase am Schuh, am Fuß hatte. Übrigens sehen wir hier in der Schnürung keine Haken, wie das normalerweise üblich ist bei Schlittschuhen, aber Haken haben Ösen und die reiben mit der Innenseite auf der Haut. Und jetzt erreicht uns die Information, dass sie als Letzte in dieser Gruppe laufen wird. So hat sich die Schiedsrichterin Frau Lindgren entschieden. Eine korrekte Entscheidung. Aber jetzt kommt das ganze Zeitprogramm natürlich ins Wanken. Denn das bedeutet natürlich jetzt für Josie Chuina, die nach ihr laufen soll, dass sie sich früher bereit machen muss. Das Timing der Läuferinnen stimmt natürlich bis auf die Sekunde. Jede Läuferin kennt das Programm ihrer Vorgängerin und weiß ganz genau, wann es an der Zeit ist, die Schnürung wieder anzuziehen. Da spielt jede Sekunde eine Rolle. Und jetzt besteht ihre Trainerin darauf, dass sie die kompletten 4 Minuten der Kür erst einmal abwarten will, bevor Chuina auf das Eis geht. Und das ist durchaus korrekt und das Recht der Trainerin. Die kanadische Mannschaftsführerin Jane Littleton aus Toronto. Mein lieber Mann, das ist ein richtiger Krimi. Alfred Hitchcock hätte seine wahre Freude an diesem Ablauf, an dieser Dramaturgie. Josie Chuina geht auf das Eis. Louis Stong, der Trainer bei ihr. Auch sie ist eine sensible Läuferin, ausgesprochen nervös. Kann aber, wenn sie einen guten Tag hat, Kunst und Sport auf einen Nenner bringen. Hat viel Temperament. Die kanadische Meisterin und Elvis Stoiko sehen wir da in der Mitte, der zweite der Herrenkonkurrenz. So, Josie, wir drücken dir die Daumen. Nochmal gurgeln und dann geht's los.
Sie sahen, Mr. Strong hatte die Stoppuhr in der Hand. So bereitet er seine Läuferin vor auf die entscheidenden Sekunden, die Minuten ihrer Karriere. Ein Amerikaner in Paris von George Gershwin. Das ist die Musik ihrer Kür. Und sie will anfangen mit dem dreifachen Flip. Der ganze Vorfall ist sicherlich nicht spurlos an Josie Chouinard vorübergegangen. Mitte der Kür schien sie über den Berg zu sein, als sie mal einen dreifachen Salto stand. Aber die Gesichter in der kanadischen Fanecke sind ebenso bedrückt wie jetzt bei Josie Chouinard.
ging gleich los mit dem dreifachen Flip zu Beginn. Das war der zweite Sprung, der dreifache Lutz. Da liegt sie schon ein bisschen zu weit innen, kann nicht fehlerfrei auslaufen. Und so ist dann auch dieser Zwischenschritt vor dem doppelten Torloop erforderlich. Der Salcho, von der Kante abgesprungen. Ja, da hatte sie mal Grund zur Freude, zum Lachen. Aber der sollte ihr kurz darauf schon wieder vergehen. Hier beim Torloop. Das beste Programm bislang lief Csako, Krisztina Csako aus Ungarn, zweifelsohne, auch wenn es künstlerisch nicht so anspruchsvoll war. Ja, die Damen zeigen alle Nerven im Augenblick. Wir können nur hoffen, dass das im Laufe des Wettbewerbs besser wird. 5,3 bis 5,4 ist noch eine schmeichelhafte Bewertung in der A-Note. Und damit gewinnt Josie Schuina sogar die Kür im Augenblick vor Kajas aus Finnland und Krisztina Csako aus Ungarn. Also im Moment liegt sie damit in Führung. Eines der größten Talente in der Damenkonkurrenz, Anna Rechnio, 16 Jahre ist sie erst alt, wurde Siebte bei den Europameisterschaften in Kopenhagen und verbesserte sich damit gegenüber dem Vorjahr um genau 8 Plätze. Hinterließ hier im Training einen hervorragenden Eindruck, aber hoffentlich lässt sie sich nicht von der Nervosität anstecken. Sie läuft zu Melodien, die wir alle sehr gut kennen. Carmen von Georges Bizet. Rittberger. Ja, mit dem Torloop. Hohes Tempo für die Kombination. Dreifach Torloop. Sollte kombiniert werden mit einem weiteren Torloop in dreifacher Form, aber zu sehr hat sie das Tempo abbremsen müssen nach dem ersten Sprung, dadurch der zweite nur doppelt. Axel, doppelt. Thank you.
Das Debakel in der Damenkonkurrenz setzt sich fort. Am Ende stürzte Anna Recknio sogar bei einem für sie läppischen doppelten Flip. Ganz typisch für einen Wettbewerb, wenn es einmal schlecht losgeht. Wenn einmal der Wurm drin ist, dann lassen sich alle anstecken von so einer schlechten Leistung. Ganz im Gegensatz beispielsweise zum Paarlaufwettbewerb, als sich die Paare mit ihren Leistungen gegenseitig überboten. Sonst eine so sichere Springerin. Aber auch hier klappte schon der Auftakt nicht und dann kommt eine Unsicherheit nach der anderen. Der dreifache Toe-Loop war das. Da sieht man schon in der Luft einen super Absprung, aber sie greift direkt mit der Hand zum Boden. Die Unsicherheit sofort zu merken. Trainerin, rechts neben mir Anna Hunkiewicz. Und sie beklagen sich natürlich über die Trainingsbedingungen in Warschau. Die Eishalle dort ist im Sommer 5 Monate geschlossen. Dann muss sie im Ausland trainieren, versucht es in Dänemark, in der Tschechischen Republik. Das alles ist natürlich kaum zu bezahlen. Der polnische Eislaufverband hat nicht viel Geld, aber da gibt es einige freundliche Geschäftsleute in Warschau, die sie halt ein bisschen sponsern, denn dieses Talent sollte nicht verloren gehen. Es wimmelt ja von gescheiterten Läuferinnen mit Talent. Sie ist bereits die B-Note, im Schnitt eine 5,2, würde ich sagen, 4,9, kommt aus den USA, ebenfalls aus Kanada und aus Deutschland von Jan Hoffmann. So, im Augenblick weiterhin von Josie Schuiner vor Christina Schacko. Und auf dem Eis jetzt Yuka Sato aus Tokio. 21 Jahre ist sie alt, liegt auf Platz 7 nach dem Technikprogramm, hat damit die Gruppe der besten Starterinnen, nämlich von Platz 1 bis 6, so gerade eben verpasst. Das ist sicherlich ärgerlich. Sie läuft ausschließlich zu Ballettmusiken von Leon Minkus. Paquita, der Titel der Öffnungsmelodie. Jawohl, endlich mal ein schöner dreifacher Lutz. Das freut auch das Publikum. Ja, der Flip, dreifach.
Yuka Sato endlich mal eine Kür, in der eine Läuferin ohne Sturz davon gekommen ist. Hoffentlich ist das der Anfang des erfolgreichen Teils dieser Damenkonkurrenz. Konditionelle Probleme hatte sie, weiß Gott nicht, am Ende sogar noch die Kraft zu einer tollen Schrittkombination und das Programm mit einem dreifachen Sprung zu beenden. Wir haben vier verschiedene Dreifachsprünge gezählt. Den Rittberger hat sie wiederholt, ebenso wie den Salchow. Das ist erlaubt. So, da freut sich jetzt endlich auch mal ein Trainer. Nämlich Peter Dunfield, der seine Läuferin da in die Arme nahm. Der Salchow, den sehen wir hier in der Zeitlupe noch einmal. Schöner Absprung, saubere Landung, so muss es sein. Ja, und mit dieser Leistung könnte Yuka Sato, wenn die Noten gleich stimmen, den deutschen Läuferinnen gefährlich werden. Kati Witt ist ja Sechste hinter Tanja Tschewtschenko. So, da nochmal eine schöne Zeitlupeneinstellung der Schrittkombination. Da kann man sich schon mal leicht verhaken und verheddern, wie zum Beispiel Mandy Würzel bei der Paarlaufkonkurrenz. Also links sehen wir jetzt den Trainer Peter Dunfield und Nobuo Sato ist der Vater. Er betreut sie ebenfalls. Also eindeutig jetzt im Augenblick die höchste Bewertung in der A-Note für den technischen Wert. Spielt sich ab zwischen 5,5 und 5,7. Ja, fast genauso die B-Note für den künstlerischen Wert im Schnitt, eine 5,6. Und Yuka Sato liegt damit im Augenblick in Führung vor Josie Choina. Sie sollte die letzte Läuferin in dieser Gruppe sein. Jetzt ist sie die vorletzte, Lenka Kulovana aus der Tschechischen Republik. Im letzten Jahr wurde sie in Prag vor heimischem Publikum Zehnte. Liegt nach dem Technikprogramm auf Platz 11. Thank you.
Offensichtlich ist dies kein Abend für Damen mit schwachen Nerven. Das waren vielleicht einmal 50% von dem, was Lenka Kulovana wirklich in der Lage zu präsentieren ist. Zwei Dreifachsprünge zeigte sie lediglich. Hier der dreifache Toe-Loop ganz am Anfang und auch den kann sie nur stehen mit der Unterstützung der Hand. Am Ende dann hier. Da gelingt ihr noch ein dreifacher Toe-Loop und ein Anflug eines Lächelns huscht ihr über das Gesicht. Also ein dreifacher Toe-Loop und einmal die Wiederholung dazu. Das ist natürlich für so eine Konkurrenz viel zu wenig. Und die Kamera konzentriert sich jetzt schon wieder auf Tonya Harding. Ich denke, wir sollten doch jetzt erstmal bei Lenka Kulovana bleiben. Da sitzt sie und wartet auf ihre Noten. Wahrscheinlich interessiert es sie überhaupt nicht mehr so richtig, denn sie weiß, dass schwache Wertungen sie erwarten. Das aus. 4,8 kommt aus Polen, aus der Ukraine, aus den USA. Kanada geht sogar runter auf 4,7. Im Schnitt eine 4,9 würde ich sagen. 5,0 aus der Tschechischen Republik von Jarmila Portova. Ja, auch Lenka Kulovana lief mit angezogener Handbremse. Wie gelähmt wirkte sie zeitweise, wahrscheinlich aufgrund des schwachen Nervenkostüms. So, Tonya Harding jetzt, der zweite Teil. Und das sind die letzten Instruktionen von Diane Rawlison und Erika Bakasch, dem Trainergespann. Und jetzt wollen wir sehen, wie sie die Pause verkraftet hat. Sie entschuldigt sich noch einmal kurz beim Preisgericht, bei der Schiedsrichterin, fürs Warten. Unter Anspannung am besten zu sein. Jetzt kann sie es beweisen mit dem dreifachen Axel. Der Königssprung. Nur einfach. Thank you.
Vorbereitung zum Rittberger, den sie natürlich dreifach springen will und leider mit dem zweiten Bein aufsetzt. Auch wenn der dreifache Axel, auf den sie sich so sehr konzentriert hatte, in ihrem Programm fehlte, dies war eine Meisterleistung. Eine einzige kleine Unsicherheit im dreifachen Rittberger, bei dem sie meines Erachtens besser wegkam, als sie dachte. Nancy Kerrigan hat zugesehen, zwangsläufig in der letzten Minute, denn gleich nach der Wertung kommt die Gruppe der besten Läuferinnen mit dem Einlaufen dran. What a brave kid. Diane Rollison, sehen wir rechts im Bild, das ist die Dame mit den blonden Haaren. Und links Erika Bakasch, ihre Choreografin. Hier der Auftakt mit dem wunderschön gesprungenen dreifachen Lutz. Er kann sie in der Luft in aller Ruhe öffnen und sich auf die Landung vorbereiten. Kein Wackler beim Landen auf dem rechten Bein. Und das der Axel. Er kennt sie schon im Absprung. Zu plötzlich kommt sie aus dem Knie heraus und öffnet nach 1,5 Umdrehungen. Der Flip, bei dem die Absprungposition ähnlich ist wie beim Lutz, nur er sollte von der Innenkante abgesprungen werden. Und der Salcho von der Kante. Wir warten noch auf die Wertung. Die letzte Gruppe läuft sich bereits ein. So, diesmal geht es ein bisschen zügiger. Durchweg. Beinahe durchweg. Es hat so schön angefangen mit 5,5, 5,7 aus den USA und dann dreimal die 5,6. Ja, da stehen sie bereit für ein Foto. 4 Minuten lang hat man unaufhörlich hier die Auslöser der Fotoapparate gehört. Ich schätze mal, da wurden einige hundert Filme durchgejagt. 5,5 ebenfalls im Schnitt in der B-Note. Damit liegt Harding im Moment an zweiter Position hinter Yako Sato. Vielleicht wird sich daran noch einiges verändern, gleich wenn die besten 6 Läuferinnen ihre Kür gezeigt haben. Einstweilen zurück zu Waldemar Hartmann. So, liebe Zuschauer, wir nützen die Eispause im Amphitheater in Hamar, um die... Hat auch mit einem Psychologen zusammengetan und das Resultat wäre, so sagen die Betreuer und Trainer, dass sie jetzt auch im Training immer ganz voll drauf ist, wenn sie ihre Kür durchläuft, nicht nur, was ja viel schöner ist, so ein bisschen andeutet. Dieses voll aus sich herausgehen, das braucht eine Läuferin, um dann, wenn es drauf ankommt, auch wirklich
es so geben zu können, wie sie es schon gewöhnt ist. Die Einlaufzeit, meine Damen und Herren, ist damit, ja, jetzt beim Training wieder so eine Geschichte. Die Katharina fährt da und nichts passiert, aber die Syria musste hinfallen. Und dieses Hinfallen, ohne zu wissen, dass ein Sturz sich anbahnt, kann auch ganz schön daneben gehen. Man kann sich das Steißbein schrecklich anhauen. Gut, ist hoffentlich nicht passiert. Liu Chen jetzt auf dem Eis. Die Läuferinnen, die jetzt hinter den Vorhang gegangen sind, gehen noch einmal in die Garderobenräume. Das amerikanische Fernsehteam hat ja einstens dort auch eine Kamera installiert, aber bei Olympia, da wird dort Diskretion bewahrt und vielleicht ist es auch besser, wenn noch irgendwo ein kleines Geheimnis bewahrt werden darf. Liu Chen. Und auch schon vor 2 Jahren. Großes Talent. Dreifache Lutz. Doppeltolu. Noch ein dreifacher Lutz. Dreifacher Tolu. Technisch sehr hochwertig das Programm. Thank you.
uns keinen Dreifachsprung schuldig geblieben, hat fast alle Sprünge gut gelandet. Die 17-jährige Lu Chen aus Jilin, aus China. Was mir aufgefallen ist, sie ist vor 3 Jahren das erste Mal bei der Weltmeisterschaft erschienen, ist 12. gewesen. Und im nächsten Jahr hat sie schon Bronze gewonnen. Dieses damals erst 15-jährige Mädchen hat uns wirklich alle bezaubert mit ihrer Anmut, mit dem gewissen zurückhaltenden Charme, der in ihrem Laufstil drinnen war. Jetzt weiß sie, dass sie eine Bronzemedaille zu verteidigen hat, dass jeder erwartet, dass sie eine sehr, sehr gute technische Leistung bringt. Und das hat sie ein bisschen zurückhaltend gemacht. Hier ist dieser dreifache Lutz, den sie im Technikprogramm direkt in die Bande gesprungen ist. Sie hat so viel Schwung genommen, dass sich das mit dem langen Rückwärtsbogen nicht mehr gut ausgegangen ist. Jetzt wieder zum genauen Mitschauen, das war wieder der Red Berger. Und hier rückwärts, einwärts, ein Grätsprung. Und jetzt kommt dran, rückwärts, auswärts, dann außen eingehackt, der dreifache Toe-Loop. Rückwärts, einwärts gestanden, innen eingehackt, der dreifache Flip. Und da hat sie ein bisschen Innenlage bekommen und musste die Hand zu Hilfe nehmen. Ich versuche Ihnen jetzt noch ein bisschen zu erklären, wer die ihre Trainerin Li Mingxu macht auch die Choreografie. Hoher technischer Wert für die erste Note für Lu Chen, die chinesische Meisterin. Und auch in der Artistik. Und es ist klar, Lu Chen geht mit dieser wirklich guten Wertung jetzt die Führung vor Yuka Sato, der japanischen Meisterin, und vor Tonya Harding. Nur einmal der zweite Platz. Da ist der erste Platz an Yuka Sato gegangen, gegeben von Jan Hoffmann, dem ehemaligen Weltmeister im Eiskunstlauf aus der DDR. Und nun der große Augenblick für alle Amerikaner, aber ich glaube auch für uns alle, meine Damen und Herren. Nancy Kerrigan nach dem Technikprogramm eindeutig in Führung mit 7 ersten Plätzen und nur 2 zweiten Plätzen. Die Fans von ihr erwarten nun, dass sie eine tadellose Tür aufs Eis setzt und dass sie damit Gold für Amerika holt, für die Vereinigten Staaten, die damit dann nach Tandy Albright, Carol Heiss, Peggy Fleming, Dorothy Hamill und Christy Yamaguchi ihre 6. Ein Blumenmeer kommt jetzt von ihren Anhängern auf das Eis geworfen. Es wird eine Weile dauern, meine Damen und Herren, bis diese Eisfläche wieder frei wird für die nächste Läuferin. Und Nancy Kerrigan ist eigentlich bei all diesem Rummel, den es um sie gegeben hat, hier in Lillehammer, beziehungsweise, das ist der Vater. Ist sie auch im Training, wenn man sie beobachtet hat, eine ganz ruhige Person geblieben. Sie hat sich also nicht in die Koketterie all dieses Rummels einspannen lassen. Das sind die Eltern und das ist die Trainereltern sozusagen. Das war der erste Sprung, den sie noch doppelt gezeigt hat, aber dann ist es dreifach weitergegangen. Mit dem dreifachen Toe-Loop kombiniert, wieder mit dem dreifachen Toe-Loop. Eine der schwierigsten Sprungkombinationen, die wir heute Abend zu sehen bekommen. Jetzt der dreifache Seichow. Kombiniert mit dem Doppel-Toe-Loop. Ein tadelloses Programm, meine Damen und Herren. Und vor allem dieser dreifache Lutz war so schön, klar hinaufgegangen und dann gedreht. Und Sie sehen im Hintergrund, wie der Trainer hier vor Freude tobt. Es ist eine riesige Spannung, bis so eine Kür dann auch wirklich so schön gelaufen werden kann. Und jetzt kommt die Wertung. Die List noch ein bisschen, Platz ist noch frei für die 6-0 in der Technik. Aber es kommt ja noch Roxana Bajul und es kommt auch noch Syria Bonali, die noch den Vierfachen springen könnte.
Also es ist damit noch nicht, aber ich wage zu behaupten, dass jetzt in der zweiten Note eine 6,0 fällt. Denn Nancy Kerrigan ist für ihre Ästhetik und für ihre wunderschöne... Nein, ich habe überhaupt nicht recht. Trotzdem reicht es natürlich, dass Nancy Kerrigan jetzt eindeutig und einstimmig in Führung gehen kann. Ganz einstimmig mit lauter ersten Plätzen vor Lu Chen aus China. Ganz erleichtert, ganz erfreut mit dieser wunderschönen und tadellosen Leistung. Die Amerikanerin Nancy Kerrigan, schon vor 2 Jahren Zweite der Weltmeisterschaften und Dritte der Olympischen Spiele. Auf dem Eis aber jetzt Weltmeisterin Oksana Bajol. Im Vorjahr ging der Stern so kometenhaft auf. Sie kam aufs Eis, wurde Zweite der Europameisterschaften und dann gleich Weltmeisterin. Die erste Läuferin aus der ehemaligen Sowjetunion, die das geschafft hat. Bisher gab es nur Medaillen, und zwar sehr viele Goldmedaillen, für Paarlaufen, für die Herren und fürs Eistanzen. Oksana Bajol bekannt dafür, dass sie nicht sofort beginnt mit dem Programm, sondern sich ein bisschen Zeit lässt, sich konzentriert und jetzt mit äußerster Konzentration aufs Eis geht. Jetzt sind aber noch 2 kleine Mädeln da, die noch irgendetwas suchen. Sie wissen eigentlich auch nicht genau was. Gut. Oksana Bajol hat 2 erste Plätze aus dem Technikprogramm und versucht jetzt mit einem hervorragenden großen Kürprogramm Nancy Kerrigan den Rang abzulaufen. Ob ihr das gelingen wird, werden wir sehen. Es muss tadellos sein, das Programm. Nancy Kerrigan als Vorgabe hat 5 Dreifachsprünge gezeigt und diese schwierige Kombination mit 2 Dreifachsprüngen hintereinander, nämlich den dreifachen Toloop oder den dreifachen Toloops, wie das dann vielleicht heißen sollte. 16 Jahre alt, in Odessa jetzt daheim geboren, in Dniepropetrovsk, vollweise aufgenommen von ihrer Trainerin Galina Smirskaya. Schön auch. Sehr schön. Dreifacher Flip. Berger. Auch gut. Tadellos, schön auch, ganz gekonnt. Ohne Zögern wurde das gesprungen.
unsere Hits begleiten ihre 4-Minuten-Kür. Noch der dreifache Torlob, er war nur doppelt. Auch Oksana Bajul, wirklich toll unterwegs. Eine starke Damenkonferenz ist das schon. Es ist ein riesiges Vergnügen, dazu zu schauen. Bravo, und hier sind die russischen Olympiasieger. Gordieva Grinkov. Sie halten natürlich Oksana Bajul die Daumen. Sehr viele Eiskunstläufer kommen ja jetzt auch aus Odessa, aus diesem Trainingszentrum um Galina Smirskaya, die sozusagen eine Adoptivmutter dieser 16-jährigen Weltmeisterin des Vorjahres. Auch sie zeigte 5 Dreifachsprünge. Der dreifache Lutz, schön hoch auch für dieses zierliche Persönchen. 1,60 Meter ist sie groß, 43 Kilo schwer. Jetzt der dreifache Flip. Da ist so ein bisschen der Auslauf nicht so ganz schön gewesen, nicht so ganz klar. Jetzt zum Mitschauen wieder der dreifache Rittberger. Sehr gut. Preisrichter aus der Ukraine ist die Nummer 4, Alfred Koritek. Ja, hier sehen Sie noch einmal, der Viktor Petrenko auch. Er ist Ihr Trainingskollege in Odessa. Und hier ist links im Bild Galina Smirskaya. Vergleichen Sie die Wertung. Kerrigan 6x die 5,8 und 3x die 5,7. Jetzt kommt die Artistik dran. Und da gab es 5x die 5,9 für Kerrigan und 4x die 5,8. Das bedeutet, Bajul hat das bessere große Kürprogramm gelaufen. Moment, das ist nur die Wertung fürs große Kürprogramm, die Sie eingeblendet gesehen haben. Und wenn es richtig gezählt wird, meine Damen und Herren, dann haben wir hier auf dem Computer, dass Bajul in Führung gegangen ist, vor Kerrigan. Bajul in Führung vor Kerrigan, meine Damen und Herren. Große Enttäuschung für die Amerikaner wird das sein, aber es ist noch nicht alles gelaufen. Es kommt ja noch Syria Bonali und die kann dieses Resultat noch durcheinander wirbeln. Wir haben das schon erlebt bei Torbi Lundin in Kopenhagen bei den Europameisterschaften. Jetzt aber die deutsche Meisterin, Tanja Sewtschenko. Dreifache Rückberger. Ihr Leibsprung, den kann sie wunderschön. Thank you.
Kratolub auch gut unterwegs, die Tanja Sevchenko. Also dieses Zusammenstoßen mit Bajul scheint hier keine Schwierigkeiten zu machen. Noch ein dreifacher Rittberger, Doppel-Toe-Loop. Doppel-Toe-Loop. Tanja Sevchenko, die 16-jährige deutsche Meisterin, sichtlich auch erleichtert und zufrieden mit ihrem Programm, das ja natürlich in diesem Spannungsbereich zwischen Bajul und Kerrigan jetzt so ein bisschen vielleicht an Aufmerksamkeit nicht so ganz bedacht wurde. An der fünften Stelle ist Tanja Sevchenko nach dem Technikprogramm gelegen. Sie wird sicher in den nächsten Jahren zu den Medaillenanwärterinnen zählen. Schauen wir uns noch einmal an, was sie uns hier mit dem Lutz zu bieten hat. Schön gelungen. Und hier der dreifache Toe-Loop, auch gut gelungen. Eine Läuferin, die sicher in den nächsten Jahren drankommt, wenn es auch in diesem Jahr noch für eine Medaille wahrscheinlich nicht reichen wird. Aber wer weiß, vielleicht überlegen sich die Preisrichter anders. Vielleicht noch einmal in die Erinnerung zu rufen ist, ehe jetzt Syria Bonaly, die Französin, drankommt, dass Nancy Kerrigan in der Technik zwar die dreifachen Toe-Loops hintereinander gesetzt hat, was ganz schwierig ist, aber ihren dreifachen Flip nur geplanten, nur als Doppelsprung gezeigt hat. Das heißt, vier verschiedene Dreifache für Kerrigan und fünf verschiedene für Bajul. Auch dieses Detail am Rande kann ausschlaggebend sein für ein Zehntel mehr, wenn es dann um Olympiagold geht. Trainer Peter Meyer, der sie in Düsseldorf trainiert. Tanja Sevchenko, jetzt an der fünften Stelle im großen Programm mit dieser Wertung aus Technik und Artistik.
das ist die vierfache Europameisterin, trainiert von Alain Giletti, dem ehemaligen Weltmeister aus Frankreich. Und sie ist jetzt wahrscheinlich das Zünglein an der Waage für, ja, vielleicht für sich selbst. Auch sie hat noch alle Chancen, Olympiagold zu gewinnen. Wer wird es jetzt wirklich werden? Oksana Bajul, die jetzt in Führung liegt. Oder Nancy Kerrigan, für die sehr, sehr viele hier im Amphitheater von Hammer die Daumen drücken, dass sie olympisches Gold holt. Oder für die wahrscheinlich Außenseiterin jetzt, Surya Bonaly. Doppelturlop. Dreifacher Turlop und dreifacher Salchow. Lutz. Surya Bonaly für ihre Nervenstärke wirklich bekannt. Auch sie riskiert, einen der Dreifachen zuerst mal nur einfach zu zeigen. Dreifacher Rittberger. Schön sind die Sprünge da nicht, die sie dran setzt, aber tja, gezeigt wurden sie. Und noch einmal ein dreifacher Lutz. Sie hat am meisten an Dreifachsprüngen riskiert, nicht alles ist gut ausgegangen und vielleicht sollte man auch gleich dazu fügen, dass beim technischen Wert auch die
Art des Sprunges, also ob er mit Schwung gemacht wird oder ob er ganz aus dem Stand gezaubert wird, beurteilt werden muss. Es war sicher nicht der Tag der Surya Bonallier und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Programm sozusagen in den Medaillenkampf jetzt nicht mehr mitspielen wird. Eine große Könnerin bei den Europameisterschaften hat uns Surya Bonallier gezeigt, wie ihr Programm aussieht, wenn sie besser durchkommt, wenn sie besser in Form ist und auch schwungvoller und ausdrucksstarker ihr 4-Minuten-Programm zeigen kann. Dreifacher Tolup in der Lupe mit einem Euler und einem dreifachen Salto kombiniert. Schön war das, war gleich am Beginn. Jetzt der dreifache Flip mit dem dreifachen Tolup. Und hier der dreifache Lutz, wo sie einfach nicht mehr die Kraft hatte. Sie hat ihn am Anfang schon versucht. Da ist er, hat sie ihn aufgerissen. Tja, 20 Jahre alt, die vierfache Europameisterin. Wertung ist nicht schlecht, aber natürlich nicht so hoch wie von Bayul und Kerrigan. Dreimal die 5,8. Man hat mitgezählt bei ihren Versuchen. Alle anderen Konkurrentinnen in puncto Technik zu übertrumpfen. Und hier jetzt die Artistik, der künstlerische Eindruck des Programmes, der bei Bonallier nicht so hoch ist. Und das bedeutet, dass sie im großen Programm jetzt derzeit nur an der vierten Stelle ist, meine Damen und Herren, hinter Lu Chen und hinter Bayul und hinter Kerrigan. Und wir fragen nochmal unseren Computer, es ist Oksana Bayul, die derzeit an der Spitze liegt, vor Nancy Kerrigan und an der dritten Stelle Lu Chen. Meine Damen und Herren, aber ein wunderschöner Abschluss dieser Damenkonkurrenz steht uns jetzt noch bevor. Es ist die Kür von Katharina Witt, der zweifachen Olympiasiegerin 1984, 1988 Calgary. Nach 6 Jahren hat sich die 28-jährige Deutsche noch einmal dran gemacht, alle Energie zusammengenommen, um hier vielleicht eine Medaille zu holen. Sie liegt an der 6. Stelle und was sie wirklich holen kann, das ist vielleicht die größte Artistik. In der 2. Note, da könnte sie hochpunkten. Sag mir, wo die Blumen sind. Das Thema ihres Programmes. Dreifacher Tolup, Doppeltolup, fließend schön. Flüssig. Doppelseitschopf. Thank you.
Sacharit Berger, ja. An dem hat sie wirklich lang gearbeitet und schön. Und hier ist der dreifache Torlob, also hat sie auch drei Dreifachsprünge. Bravo, Katharina. Wenn Sie jetzt sagen, meine Damen und Herren, was kümmert mich eigentlich, ob jetzt 5 Dreifachsprünge gezeigt werden oder 6, wenn eine Läuferin wie Katharina Witt so viel Stimmung, so viel Atmosphäre mit einem Kürlauf kreieren kann, gebe ich Ihnen vollkommen recht. Es gibt halt im Sport die Entwicklung und dieser Entwicklung wird Rechnung getragen und die bedeutet im Eiskunstlauf, dass immer weiter in den Dreifachsprüngen gezielt wird, gearbeitet wird und sie dann auch gezeigt werden und gekonnt werden. In der Lupe kommt jetzt der dreifache Torlob, der so schön gelungen ist, kombiniert mit einem Doppeltorlob. Dann hat uns Katharina noch einmal diesen Sprung in einer einfachen Version, also ohne Kombination, gezeigt. Der dreifache Salto wollte ihr heute nicht gelingen, den kann sie aber sonst sehr gut. Dafür hat sie den Mut gehabt, den dreifachen Berger noch einzubauen. Und es ist eine große Leistung, mit 28 Jahren noch einmal sich so aufzumachen und in eine solche Kondition zu kommen. Jetzt kommt dieser dreifache Rittberger. Ganz gut gelungen, gar nicht so schlecht. Ein großes Bravo und ein großes Danke auch an diese hervorragende Läuferin, die in dieser Saison sehr viel dazu beigetragen hat, dass man mit Spannung ihr Comeback, aber auch das Comeback von anderen großen Läufern wie Viktor Petrenko oder vor allem auch Torvill und Dean verfolgt und beobachtet hat. 28 Jahre ist Katharina geworden, vergangenen Dezember, betreut nach wie vor von ihrer Trainerin Jutta Müller. Naja, die 4,8 muss ja wirklich nicht sein, das ist doch dumm, warum denn nur? Was bringt's denn? Kann man ihr doch mehr geben. 5,5 von der USA, die sind nicht neidig, also so geht's auch. Artistik. Da kommt die 5,1 aus der Ukraine, auch nicht gerecht. Die 5,7, die 5,8, ich hätte eine 5,9 gegeben, weil sie wirklich etwas zustande bringt, was alle anderen, bis auf Nancy Kerrigan, nicht zu Wege gebracht haben. Ja, hier sind die Eltern von Nancy Kerrigan. Schauen wir also jetzt in unserem Computer nach. Ich hoffe, er ist schon so fleißig gewesen. Meine Damen und Herren, Oksana Bajul ist die neue Olympiasiegerin. Ganz, ganz knapp vor der Amerikanerin Nancy Kerrigan und der chinesischen Meisterin Lu Zhen. Vierte nur Surya Bonaly. An der 5. Stelle Yuka Sato und an der 6. Stelle Tanja Sevchenko. 7. Platz für die zweifache Olympiasiegerin Katharina Witt. Tonja Harding, die große Herausforderin und die sehr viel angezettelt hat in dieser Saison. Wahrscheinlich, es ist hier noch nicht nachgewiesen, an der 8. Stelle. Dann kommt Kanada mit José Juinard und Polen mit dem 10. Platz für Anna Rechnio. An der 11. Stelle dann Kristina Czako und 12. Maja Kajas aus Finnland. Like all spectators to remain seated and attend the ceremony.
meine Damen und Herren, und das war also dieser mit Spannung erwartete Abend der großen Kühe für die Damen hier in Hammer im Olympischen Amphitheater. Ich glaube, dass wir alle auf unsere Rechnung gekommen sind, dass es exzellente Leistungen gegeben hat. Und wenn Sie sich vielleicht ein bisschen wundern, dass Oksana Bajul doch noch ganz knapp die goldene Medaille bekommen hat, dann ist es diesem fünften verschiedenen Dreifachsprung zu verdanken. Denn sonst hätte wahrscheinlich wegen der Ausstrahlung und der Harmonie Nancy Kerrigan den Sieg davontragen müssen. Wir zeigen Ihnen die Siegerehrung, meine Damen und Herren, in unserer zweiten Sendung. Und ich glaube, jetzt erholen Sie sich ein bisschen, atmen Sie ein bisschen durch. Das ist Yamaguchi, die Olympiasiegerin von vor 2 Jahren. Mittlerweile Kommentatorin hier bei einer Fernsehstation. Und ich wünsche Ihnen ein bisschen Erholung bis zur Siegerehrung. Und ich gebe zurück nach Wien. Ja, die Siegerehrung gibt es dann nach der Zeit im Bild in unserem Olympiastudio. Dann auch die beiden Semifinals. War gewesen. Die 3 Medaillengewinnerinnen sind jetzt wirklich froh, dass sie zu jenem großen Augenblick kommen, der sicher eine Krönung einer Eislaufkarriere, einer sportlichen Karriere ist. Das ist die Olympiasiegerin aus der Ukraine. Dieser kometenhafte Stern, der im vorigen Jahr aufgegangen ist. Und sie hat das Kunststück zu Wege gebracht. Sie hat es auch wirklich halten können, diese Form. Dieser Druck, der sicher auf einer ganz überraschenden Weltmeisterin landet und lagert. Oksana Bajul auch in diesem Jahr durchaus die Beste, wie man es heute gesehen hat. 16 Jahre alt. Und ich habe ihre Geschichte schon im Vorjahr sehr gerne erzählt. Sie hat ihre Eltern verloren und Galina Smitskaya hat sie dann adoptiert und hat sie trainiert. Und dieses Märchen in der Ukraine ist jetzt wirklich aufgegangen. 2. Platz für Nancy Kerrigan. Hier ist ihre Mutter im Bild. Und auch sie hätte heute Gold wirklich verdient. Eine traumhafte Leistung dieser wunderschönen Läuferin aus Amerika. Und schön zu sehen, dass 2, ich würde sagen, gleich gute Läuferinnen nicht böse aufeinander sind, wenn die eine doch noch ein bisschen mehr Edelmetall kassieren konnte. Groß für die junge Chinesin Lu Chen. Auch ihre Medaille ist eine Überraschung. Es hat noch nie eine Eisläuferin gegeben aus China, die so weit nach vorgekommen ist, und auch ihre Leistung in diesem Jahr, wieder ihr großes Können tadellos zu zeigen, das bewundere ich am allermeisten. Wenn man durchhalten kann, Eisläufer trainieren ja 11 Monate lang sozusagen im Schatten und dann müssen sie an 2 Tagen ihr großes Können tadellos beweisen. Eine unerhörte Nervenprobe, und diese 3 jungen Damen haben das wirklich bewiesen. Oksana Bajul, 16 Jahre alt, in Dnepr.